1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Alles, was ich jemals wollte, war die Wahrheit. Erinnere dich an diese Worte, wenn du die folgenden liest. Es war nie meine Absicht, das Königreich meines Vaters aus falsch verstandenem Stolz zu Fall zu bringen. Ich wollte unsere Spezies niemals bis auf das Mark ausbluten, das menschliche Leben in der halben Galaxis in diesem bitteren Kreuzzug auslöschen. Ich wollte nichts davon, aber ich kenne Gründe, warum es nötig ist. Dennoch, alles, was ich jemals wollte, war die Wahrheit. So schrieb es Lorga Aurelian in seinem zweiten großen Werk, dem Book of Lorga. Er ist der Verkünder des Wortes und Primarch der Wordbearer Legion. Womit Lorga Aurelian am allermeisten verbunden werden muss, ist wohl, dass er sich als erster unter allen Primarchen vom Imperator und dessen Wahrheit abwandte, um stattdessen die dunklen Götter und das Chaos anzubeten. Er war es, der die Intrige anordnete, Horus Lupercal ebenfalls ins Dunkel zu reißen und dadurch letztlich den großen Bruderkrieg überhaupt erst ins Rollen brachte. Lorga Aurelian ist unter den Primarchen eine besondere Figur. Das fällt schon dadurch auf, dass er sich anders als seine Brüder nicht als großer Krieger, Taktiker oder Diplomat im Großen Kreuzzug einen Namen machte, sondern als spiritueller Fanatiker, der mehr Aufmerksamkeit darauf richtete, gegen Irr- und Aberglauben vorzugehen, gegen den Glauben an alte und falsche Götter, als gegen die äußeren Feinde der Menschheit oder darum neue Systeme unter die Herrschaft des Imperators zu bringen. Lorga war immer jemand, der nach einem höheren Sinn, einer Göttlichkeit und einem übergeordneten Plan suchte, und erst als der Imperator ihn mehrfach zurückwies und ihn letztlich final demütigte, wandte er sich den dunklen Göttern zu, die seine Anbetung dankend annahmen. Interessanterweise ist Lorga eigentlich sogar dabei einer der wenigen, der nicht von der Gier nach Ruhm, getrieben von Selbstzweifeln oder Machtwillen, nach vorne gestürmt ist, sondern wahrhaftig idealistisch hinter dem stand, wofür er kämpfte. Angelehnt an die alten religiösen Strukturen ihrer Heimatwelt Kolchis sind die Wordbearers die ersten Space Marines gewesen, die Chaplains, Ordenspriester in ihren Reihen hatten und damit sogar noch als Vorbild für andere Legionen dienten, die besonders überzeugte Space Marines für diese Position abstellten, um als spirituelle Anführer und charismatische Redner die Werte des Imperators und des Imperiums hochzuhalten. Die Wordbearers waren dabei zunächst vor allem dafür bekannt, beinahe fanatisch gegen falsche Götter und Aberglauben aller Art vorzugehen. Dabei hielten sie jedoch geheim, dass sie insgeheim selbst einer Religion, einem tiefen Glauben anhingen, nämlich dem an die Göttlichkeit des Imperators oder, schlimmer noch, den alten Glauben an die Mächte des Chaos weiter nachgingen. Wie auch die Geschichte seiner Legion, beginnt Lorgas Geschichte auf der alten Feudalwelt Kolchis, die von einem tiefen Glauben an alte Götter durchdrungen war, hinter denen jedoch nichts anderes als die vier Mächte des Chaos steckten. Beherrscht von einer theokratisch regierenden Priesterschaft, wurde der junge Lorga auf Kolchis bald von Corpharon gefunden, einem Priester, der ihn ganz im Glauben an die vier Mächte erzog. Der Primarch lernte begierig und ging, trotz kontinuierlicher Misshandlung und Demütigung von Corpharon, ganz in seinem Studium der Religion auf, besann sich jedoch früh auf einen einzelnen, übergeordneten Gott, der seiner Ansicht nach noch mächtiger sein musste als die vier Kräfte des alten Glaubens von Kolchis. Diesen Glauben predigend stieg er bald selbst zum Hohepriester seiner Splittergruppe auf und eroberte schließlich in einem blutigen Glaubenskrieg erst die Theokratie und dann sämtliche weiteren Städte, bis der ganze Planet unter seiner Herrschaft und unter der Verehrung für den einen, den wahren Gott, lebte. Als der Imperator schließlich auf Kolchis landete, fand er einen Primarchen und mit ihm einen ganzen Planeten vor ihm auf den Knien. Ein ganzer Planet, der fest an die Göttlichkeit des Imperators glaubte und diesen mit zahlreichen Zeremonien und großen Festen feierte. Obwohl diese Festlichkeiten nicht das Wohlwollen des Imperators fanden, ließ er sie zu und Lorga wurde zum Kommandanten seiner Space Marine Legion gemacht, den Imperial Heralds, die er schon bald in die Wordbearers umbenannte. Für diese Legion, die aus seiner Gensaat erschaffen worden war, rekrutierte er zahlreiche Anhänger von Kolchis,
darunter Cor Faeron, der durch den schmerzhaften Prozess ging, selbst Space Marine zu werden. Während des Großen Kreuzzugs machten sich Lorga und seine Legion keinen Namen als große Krieger. Sie gingen langsam vor und brachten nur wenige Welten unter die Herrschaft des Imperiums. Dort gingen sie aber umso gründlicher vor, sämtlichen Religionsglauben, sämtliche Verehrung für alte Götter auszumerzen und stattdessen den neuen Glauben an den Imperator zu installieren. Doch darüber hinaus nutzte Lorga seine mächtigste Waffe, seine Worte, um vielleicht mehr in Bewegung zu setzen als alle Waffengewalt seiner Brüder zusammen. Zunächst weiter fest im Glauben an die Göttlichkeit des Imperators, verfasste Lorga ein Dokument mit dem Namen Lectitio Divinitatus, mit dem er erst den Grundstein für zahllose Sekten legte, die den Imperator als Gott verehrten. Und noch viel wichtiger, für das, was später einmal die imperiale Kirche werden sollte, die nach dem Ende des Großen Bruderkriegs die Staatsreligion des Imperiums werden sollte. Auch seine eigene Legion veränderte der Primarch und durchzog sie mit archaisch anmutenden Riten, Zeremonien und alten Gebräuchen und natürlich den Kriegerlogen, geheimen Bünden innerhalb der Legion, in denen die Brüder zusammenkamen und die doch am Ende vor allem dazu da waren, den Glauben an die Göttlichkeit insgesamt weiterzugeben, bis die gesamte Legion von religiösem Glauben durchzogen war. Als die gesamte Legion letztlich vereint im Glauben und immer fanatischer daran wurde, die geheimen Rituale durchzuführen und für sich zu leben, geriet die Kenntnis darüber auch an den Imperator, nach außen. Planeten wurden nicht nur erobert oder ins Imperium eingegliedert, sondern auch im Glauben Lorgas indoktriniert. Wo die Wordbearers hinkamen, predigten sie, verbreiteten, zunächst subtil, doch dann immer unvorsichtiger ihren Glauben. Für den Imperator schließlich wurde diese Anmaßung unerträglich, und in einem gewaltigen Akt verwies er Lorga und seine Legion auf ihren Platz, indem er die Stadt Monarchia auf dem Planeten Kur von den Ultramarines und einigen Custodes in Schutt und Asche legen ließ. Dorthin rief er die Wordbearers und zwang sie und ihren Primarchen Lorga in der Asche eben dieser Kathedralen und Tempelanlagen zu knien, die sie dort im Namen des Imperators hatten errichten lassen. Vermutlich war dies auch der Moment, in dem der Widerspruch zwischen den atheistischen Werten des Imperators, dem Glauben Lorgas, seiner Loyalität und der Zurückweisung durch den Imperator zu groß wurden und etwas in ihm zerbrach. Kurz darauf, und diesmal völlig geheim nach außen, wandte der Primarch sich wieder den alten Göttern, den Mächten des Chaos, zu, die ihm vermutlich von Cor Faeron einmal mehr nahegebracht wurden. Verbittert verschrieb er sich ganz und gar diesen dunklen Göttern und zog seine Legion mit in die Finsternis. Doch wieder machte er nicht Halt, sondern schickte seine loyalsten Anhänger, um andere Legionen ebenfalls in die Dunkelheit zu führen. Am prominentesten ist dabei die Reise von Erebus zu den Lunarwolves, wo der Chaplain niemandem anderen als Horus Lupercal, dem Warmaster des Imperiums, die Worte Lorgas überbrachte und dessen Fall an die Chaosgötter durch süße Worte und Intrige sicherstellte. Während der Häresie selbst kämpften die Wordbearers an der Seite von Horus und überfielen die Ultramarines bei Kalf auf der Suche nach Rache. Doch der Plan, wie auch der gesamte Bruderkrieg, schlugen fehl, und Lorga und die Wordbearers zogen sich ins Eye of Terror zurück, wo sie bis heute ihre Basis haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Chaos-Legionen sind die Wordbearers bis heute eine geeinte Streitmacht unter den dunklen Aposteln, zu denen noch immer Cor Faeron und Erebus gehören. Lorga selbst wurde von seinen Göttern zu einem mächtigen Dämonenprinzen gemacht und soll Gerüchten zufolge gerade erst an die Spitze seiner Legion zurückgekehrt sein.